einen schönen guten Nachmittag nach Flensburg hier von der 21 Golf Bravo 067. Heimatgut, die heißt die Insel Selau und hier in Schweden natürlich. Ne? Alles klar, die 1-3 Sugar Delta 506, das klappt alles zu Tina, glaube ich, war das. Sehr schön, also das Gerät arbeitet sehr gut. 5 und 8 hier bei mir. Mein Vorname ist hier Gerhard, oder die Abkürzung Gerhard, Golf, Eco, Romeo, Tango. Und mein Heimatcode ist hier die Insel Selau, die 120 Kilometer nordwestlich von Stockholm liegt, im Mälarensee hier. Und es klappt also sehr gut. Wie gesagt, ich bin hier mit Heimatcode Team und bin hier ausgewandert, die Station vor 6 Jahren hier, kommend aus Österreich hier auf, bin österreichisch-bayerisch, wittringhausisch und bin hier auch wohl, lebe und wohne hier und habe hier meine Firma und lebe hier auf einer Insel, die Insel nennt sich Selau, Sina, Eco, Lima, Alpha und November und liegt ein bisschen im Mälarensee. Wir sind hier mit einer Brücke mit Festland verbunden, ich sitze hier an der KF-Station. Meine Arbeitsbedingungen hier im Moment, eine amerikanische Ranger, Romeo Charlie India 2950, Delta X-Ray Freebuster, 10-11 Meter, die Antenne, eine 3-Element-Jagd, ausgerichtet nach Süden im Moment hier, und die ca. 30 Meter über Seelevel steht, und hier die Ausgangsleistung noch von meiner Seite ist ca. 200 Watt des Peaks hier, produziert über eine Heimsitzstufe Marke Amelbon. Aber eine zweite Station, eine Kenwood T430 und eine Vertikalantenne und auch eine Landradantenne hier auf meinem Land. Sehen wir hier auf einem schwedischen, ich habe hier ein schwedisches Landhaus aus dem 19. Jahrhundert mit ca. 4,5 Hektar Land um mich herum. Das ist ja mein Heimatgut, ja, hier ist auf der Insel. Die Kompost von hier zurück, Jürgen. Operation ist etwas unruhig. Im Moment war so bedingt durch diese geomagnetischen Strom beziehungsweise Jagd auf Aurora-Tätigkeit hier. Und da geht es manchmal ein bisschen rauf und runter. Segen und Fluch zugleich. Manchmal kann die Aurora diese Bewegungen hier in Skandinavien nützen als natürlichen Reflektor. Manchmal auch Fluch drückt das Signal etwas runter. Ne? Ja, das mit der Frequenz Weiselevel, es kann sein, dass das die Endstufe ist, ja, die da etwas rausläuft. Hier ist die Einzahlsicht ist relativ stabil, aber ja, das ist hier die kleine Endstufe, die ich hier habe, diese KL500 im Moment, die ich hier betreibe. Ich habe zwei Endstufen, wie gesagt, weil der Kenwood, wenn ich meine Kenwood anwerfe, den PS430, der lässt sich in der Leistung nicht regeln, dann fährt sich Rohstoff unter 5 Watt und hier unter 10 Watt. In die Ameriton und dann kommt dann bei der Ameriton etwas mehr raus, dann ungefähr 1 bis 1,5 kW in den Weg, und das braucht ja nicht da, also hier innerhalb Europas. Ne? Und die Antenne, die Vertikale, was ich habe, ist eine Solarkonstrukt 2000, die steht auf 50 Meter über Seelevel. Und ja, ich bin also hier mit Heimat, ich bin Heimatmodell, ja, wie ich gesagt habe. Das ist hier so die Ausrichtung, was hier machen, ich mache dann auch Pause. Ich habe mit dem Traktor mein Land bearbeitet, ja. Und bin hier reingekommen und habe am Computer geschaut, was das schwedische meteorologische Institut ist. Wir haben so die vierten Abend hier die Winterwanderung. Und dann habe ich Funkgerät eingeschaltet, die kleine Station hier. Ne? Und war dann recht überrascht, dass die Population doch relativ ruhig, aber sehr schön ist. Okay, die ist so, wenn du wieder kurz möchtest. Wir danken euch ganz herzlich für das kurze Einrufen und funktioniert da sehr, sehr gut der Station. Und vielleicht hören wir uns mal, wenn du eine Sugar Alpha / Oscar Echo 4 hörst, dann war ich, Mikrofon zu dir lief. Da finde ich dann alle Informationen, wo sich genau sich befindet. Der Locator bin ich also, wie gesagt, im Mälaren und das siehst du dann auf jeden Fall. Ne? Es ist kein Problem, auch mein Hinterhof zeigen von der Worldwide Radio Organization ist 21 Golf Bravo / Delta 001 Charles
Die Einsatzleitung Luftzeit ist eine sehr Sugar Alpha slash Oscar Echo 4, aber auf der X-Ray habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, da ich nicht bei dir. Ich sehe, du hast auch OMI, ja. Dann weißt du, was der Gamma ist und 88, 60 FL, HLS ist, dann weißt du, was dann der große ist, der AI. Und früher war es nicht weg, aber das, die hat das Leitung Geist aufgegeben, ich konnte keine Röhre mehr finden, AI, ja. Alles klar. Bringt dir was bei, sind sicher noch gute Arbeit und Stress bei vor allem. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss, servus, baba.